war auf 8 Beerdigungen. Der jüngste war 6,5. Die älteste war Kascha Lehnert mit 25. Alexander Schütte ist in den 4. Stock seiner Berufsschule gegangen, hat das Fenster geöffnet und ist in den Schulhof in den Tod gesprungen. Seine Mitschüler haben Kerzen aufgestellt. Die Schulleiter und andere haben diese Kerzen sofort weggeräumt und haben gesagt, macht hier nicht so ein Drama. Der kleine Niklas ist morgens aus dem Haus gegangen mit 11 Jahren. Deine Mama dachte, er geht zur Schule. Er ist nicht zur Schule gegangen. Er ist an ein abgelegenes Bahngleis gegangen, durch den Zaun geklettert, hat sich das T-Shirt über den Kopf gezogen und ist in die E-Lok gelaufen. Derek hat zu seiner Mama gesagt, er hätte gerne noch eine warme Milch. Als seine Mama ins Zimmer kam, hing der 11-jährige Derek erhängt an seinem Bett. Auf all diesen, von diesen Kindern Beerdigung war ich. Ich lasse mir in diesem Land von niemandem erzählen, dass Mobbing harmlos ist.